einen Weg hier wieder raus, nehme ich mal an. Ist doch bloß eine Wand. Ach, Mensch. Hä? Ja, hier ist doch die Haupthalle. So. War das schon? Ja. Hätten wir auch nichts mehr. Teilweise muss man wirklich in jede kleine Ecke krauchen, weil irgendwo noch was sein könnte. Aber hier war es das wohl. Und dann. So. Eigentlich noch irgendwas in der Nähe. Es ist eine sehr spannende Gegend hier. Na, schauen wir mal. Oha. Ein Wächterstein. Da werden wir mal hinpilgern. Ach, wir nehmen es mal mit. Ein altes Drachengrab. Und das da, das ist ein Daedra-Schrein. Na gut. Na. Ghost Shell. Tja, ist denn das die Möglichkeit? Jetzt hat er mich. Au. Neue Stufe. Okay. Ich glaube, wir sollten mal wieder Herstellung ein bisschen skillen. Das
kann nur von Vorteil sein. Zumindest dann doppelte Wiederherstellung. Und Regeneration. Das ist dann wirklich sehr, sehr hilfreich. So, ein Wächterstein. Ich glaube, das ist sogar schon der richtige. Mit Wacholder ist gut. Nehmen wir mit. Ja, so. Wer unter dem Zeichen der Liebenden steht, verspürt immer den Trost der Liebenden. Alle Fertigkeiten verbessern sich schneller. Also um 10% ungefähr. Und das machen wir. Schick, schick. So, Mine oder Schrein? Ach, die Mine ist am nächsten dran. Und vermutlich unter dem Wasserfall hier. Nee, dann gehen wir nochmal zurück. Dann lieber zu dem Schrein. Gucken, was wir da machen müssen. Genau. Schauen wir, ob wir da überhaupt hochkommen. Großes Geweih nehmen wir mit. Fell nehmen wir auch mit. Fleisch brauchen wir nicht. Ups. Ach. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, macht das mal. Gerade eure Beute geklaut. Das sind übrigens alles Wilderer. Warum da Jäger dran steht, weiß ich nicht. Entschuldigung. Na, das müssen wir damit machen. Das sind Irrlichter, die können sehr böse werden. Die lassen einen normalerweise in Ruhe. Aber wenn man der Mutter zu nahe kommt, ich glaube, das wird gleich passieren. Ja, also. Wie gesagt. Flammen sind am besten, aber die hier, die ist echt garstig. Aua. Au, genau reingelaufen. Die kriegt man halt am besten mit Flammen tot. Am besten mit Feuerbällen, die auch noch so ein bisschen Umgebungsschaden haben. Aber ich hab das gerade nicht. So, haben wir noch irgendwas anderes? Oh Mann. Schutzkreis, Ruf zu den Waffen. Ist alles nicht so hilfreich. Auch keine Feuerverzauberung. Was ist denn das? Achso. Versuchen wir das mal. Mein Gott, ich laufe mal voll rein. Okay. Das war jetzt gar nicht gut. Mist nochmal. Ja, so schnell kann es gehen.
Ein bisschen ärgerlich, aber was will man machen? Dafür gibt es eigentlich eine Schnellspeichertaste. Und mal wieder habe ich sie nicht betätigt. Okay. Dann machen wir das jetzt im Eilverfahren. Die Wölfe lassen wir mal links liegen. Die da eigentlich hätten sein müssen. Gut. Wacholder wollten wir mitnehmen. Den auch, ne? Genau. So, komm, kleines Tiger-Katzi-Tazi. So, ich bin auch noch mit der Krankheit angesteckt hier. Wie das aussieht, kann ich mal zeigen. Magiker-Regeneration verringert. Sinnesfloh. Dafür gibt es Heiltränke, die ich hoffentlich habe. Natürlich nicht. Nennt sich Trank der Krankheitsheilung. Was soll's. Eigentlich erwischt. Wo sind die abgehauen? Abgehauen. Gut. Resistenz, okay. Speichern. Da sind sie. So, diesmal. Lichtmutter. Einmal das. So. Pam, 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 pam. Wir könnten jetzt mal Folgendes versuchen. Stab der Sturmwand. Und das Schild.
Meine Fresse. Keine Heiltränke mehr, ich werde wahnsinnig. Was macht man da? Lässt nicht mehr treffen lassen. Ausdauer. Sollten wir vielleicht Zerstörung ein bisschen verbessern? Anstatt Wiederherstellung. Dann brauchen wir bloß noch die Hälfte an Mana. Wie? Das kriege ich auch noch Besuch? Achso, das ist Hilfe. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Nee, mach mal. Geh mal vor. Ist da jemand? Ach, jetzt fangen die mit den Schattenbildern an. Macht sie. Aua, aua, aua. Mit euch werde ich fertig. Na, endlich. Ja, danke für die Schützenhilfe. Na, ganz ruhig bleiben. Okay. Vielleicht hätten wir doch einfach einen Bogen nehmen sollen. Offensichtlich war das die bessere Wahl. Was schießt du denn da? Habt ihr euch da gegenseitig... Na, ihr seid ja auch geil. Handschuhe. Brauchen wir Handschuhe? Nee, eigentlich nicht. Ziehen. Das Schneebeere nehmen wir mit. Ach da. Ah, auch eine sehr spannende Mission. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon machen können. Wie kann ich euch helfen? Ja? Kann ich den noch nicht anquatschen? Dann sind wir noch nicht so weit. Jede Kunst verbessert ist auch gut. Dann müssen wir noch ein bisschen an unseren Fertigkeiten arbeiten. Für Gesundheit senken haben wir nichts. Finden das ganz einfach raus. Den wir einfach mal reinbeißen. So, dabei geht vieles verloren. Ist aber nicht schlimm. Das Leichentuch hätte ich jetzt. Na egal. So, Salz. Salz der Leere. Aber man lernt so am besten was über die Fertigkeiten hier. Ja, und je nachdem... warum beiß ich denn da jetzt rein? Das war Quatsch. Je nachdem... Jede Zutat hat 4 Fertigkeiten. Ja, das schadet alles nix. Das sieht jetzt bloß ein bisschen doof aus. Und
dann kann man es auch entsprechend verwenden alles. Hier wohnt einer, der recht humorlos ist. Zu erkennen an dem Kopf. Mal gucken, wie wir uns hier am besten ranschleichen können. Da ist er. Noch irgendwas an Gift hier. Nicht wirklich. Dann muss es so gehen. Der Bengel. Lässt sich auch durch meine Pfeile nicht beeindrucken. Was ist jetzt? Oh, da. Er ist gelandet. Ah. Okay. Dann nutzen wir das doch einfach mal den Moment. Suchen uns ein neues Versteck, bevor er wiederkommt. Oh, hast du irgendwas bei, was ich brauche? Natürlich nicht. Leer. Warum ist das alles leer hier? Orkeschattel, ich den nehme mit. Mal gucken, wann er wiederkommt. Eine Kiste. Ah. Na geht doch. So, ist er schon wieder gelandet? Er ist weg. Warum ist er weg? Okay. Dann holen wir uns das Wort. Ach, das ist immer gut. Ah, das ist auch gut. Was ist denn hier heute los? War das sonst nicht so?
Okay, Dokeli. Na, wenn er abhaut, war. Ich hätte ihn jetzt gerne noch mitgenommen. Aber wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Einsamkeit. Da gibt es einen, der Pfeile macht. Sowas kann ich jetzt gut gebrauchen. Oder wir gehen in die Zwergenruine, die gerade vor mir auftaucht. Zumindest auf meinem Wegweiser. Das ist, glaube ich, spannender. Er ist wirklich weg. Naja, er kommt wieder. Und wir auch. Für ein Knilch? Fallender Flüchtling. Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Für gewöhnlich mache ich das. Ja, hast du wirklich Glück, ja. Ich bin einer der Befallenen. Ohne Periites Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Ich gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen. Und ich fürchte, Periites Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen. Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Cash war die Katze am Schrein. Okay, also kriegen wir das doch. Na denn... Kärtchen, da. Es sind Feinde in der Nähe. Muss ich jetzt doch da rein. Der Tempel hier, diese Zwergenruine hat sogar was, mit dem Schrein zu tun, genau. Aber wir kommen da nicht rein. Ihr seid jämmerlich. Jo, und du bist krank. Seid ihr ja. Ohne sowas. Ach, Eisenpfeile, Eisenpfeile. Ich brauche keine Eisenpfeile. Ich brauche richtige Pfeile. Ach, Mensch. Scheint wirklich keiner mehr rumzulungern. Ja, man, wie gesagt, man kommt hier nicht einfach so rein.
Tür da ist verriegelt. Ja. Naja, und da unten sind Gitter vor. Obwohl, da ist ein Hebel.